state your full name? Jalmar Schacht. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sagen. And will withhold and add nothing. Nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. Sit down. Bitte erzählen Sie dem Gericht kurz Ihre Herkunft. Die Familien meiner beiden Eltern sind seit Jahrhunderten in Schleswig-Holstein ansässig, welches bis 1864 zu Dänemark gehörte. Meine beiden Eltern sind noch als dänische Staatsangehörige geboren. Nach der Übernahme durch Deutschland wanderte mein Vater nach Amerika aus, wohin schon drei seiner älteren Brüder ausgewandert waren. Mein Vater wurde amerikanischer Staatsbürger. Meine beiden älteren Brüder sind drüben geboren. Er musste dann nach Deutschland zurückkehren, aus Gesundheitsrücksichten für meine Mutter. Ich bin in Hamburg erzogen, habe an deutschen Universitäten und in Paris studiert, bin, nachdem ich meinen Doktorgrad erlangt hatte, 2 Jahre lang in wirtschaftlichen Organisationen tätig gewesen, trat dann in die Banklaufbahn ein, bin 13 Jahre in der Dresdner Bank gewesen, einer der großen D-Banken, sogenannten D-Banken, habe dann die Leitung einer eigenen Bank übernommen, die später mit einer der D-Banken fusionierte, bin im Jahre 1923 aus dem Privatleben ausgeschieden und in den öffentlichen Dienst getreten, als Reichswährungskommissar, wurde bald darauf Reichsbankpräsident und habe bis 1930 das Amt des Reichsbankpräsidenten versehen, worauf ich meinen Rücktritt erklärte. Warum haben Sie Ihr Amt als Reichsbankpräsident damals niedergelegt? Ich befand mich mit der Regierung auf 2 sehr wesentlichen Gebieten in Meinungsverschiedenheiten. Das eine war die innere Finanzpolitik der Regierung. Nachdem die entsetzliche Katastrophe des verlorenen Krieges und des Versailler Diktats hinter uns lag, war es nach meiner Auffassung notwendig, dass die deutsche Politik sich einer sehr sparsamen und bescheidenen Methode bediente, die demokratischen Regierungen und sozialistischen Regierungen jener Zeit konnten sich dazu nicht verstehen, sondern haben eine sehr leichtfertige Finanzpolitik betrieben, die sich namentlich darin äußerte, dass sie eine Schuldenwirtschaft einschlugen, die insbesondere sich auch an das Ausland in außerordentlich großem Umfang verschuldete. Nun war es ganz klar, dass Deutschland, welches schon mit Reparationszahlungen außerordentlich belastet war, unter keinen Umständen in der Lage war, diejenigen ausländischen Geldmittel aufzubringen, die ausländischen Valuten aufzubringen, die für die Bezahlung dieser Schulden notwendig waren. Wir konnten ja nicht einmal die Reparationen aus eigenem erwirtschaften. Ich habe infolgedessen gegen diese Schuldenkontrahierung, zu der die Regierungen jener Zeit alle griffen und zu der sie auch Kommunen und
private Gesellschaften ermunterten. Ich habe gegen diese Finanzpolitik mich gewandt und dauernd Ausland und Inland gewarnt, eine solche ausländische Schuldenpolitik zu betreiben. Die ausländischen Bankiers hörten nicht und die deutsche Regierung hörte nicht. Es war das hier eine Zeit, wo man, wenn man in Berlin am Hotel Adlon unter den Linden vorbeiging, nicht sicher war, dass nicht ein Finanzagent herauskam und einen fragte, ob man nicht eine Anleihe brauchte. Dieselben Leute haben mich nachher sehr bekämpft, als dann der Schuldendienst Deutschlands eingestellt werden musste. Ich betone aber hier, dass ich in den verschiedensten Momenten zu allen Zeiten gegen eine solche Schuldenpolitik gewesen bin. Das war der eine Grund. Der andere Grund lag auf außenpolitischem Gebiet. Ich hatte nicht nur am Zustandekommen des Planes des Gauß-Komitees, sondern auch im Jahre 1929 am Zustandekommen des Jönk-Komitees mitgearbeitet. Und der sogenannte Jönk-Plan hatte eine Reihe von Verbesserungen für Deutschland gebracht, die nun von der deutschen Regierung in den nachfolgenden Verhandlungen im Haag Schritt für Schritt preisgegeben wurden. Und dadurch wurde die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Landes wieder verschlechtert. Ich habe infolgedessen hiergegen remonstriert und habe aus diesen beiden Gründen im März 1930 mein Amt als Reichsbankpräsident zum Protest niedergelegt. Meine Herren Richter, ich darf in diesem Zusammenhang schon aufmerksam machen auf das Exhibit Nummer 6 meines Dokumentenbuchs. Wenn das Gericht damit einverstanden ist, werde ich, um den Beweisantritt mit den Dokumenten kürzer zu gestalten, auf diejenigen Dokumente, die in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Punkt stehen, der gerade von dem Zeugen behandelt wird, schon während der Vernehmung des Zeugen hinweisen. Ich glaube, dass dies dem Gericht angenehm sein wird und es wird ja auch den Urkundenbeweis abkürzen. Also es ist dies Exhibit Nummer 6. Das ist auf Seite 12 der deutschen Ausgabe meines Dokumentenbuches und auf Seite 6. Ich sage nachher die Englisch. Und auf Seite 18 der englischen Ausgabe, Exhibit Nummer 6. Das ist die Wiedergabe von Ausführungen von Dr. Schacht in einer Sitzung des Unterausschusses für Geld- und Kreditwesen, welche gehalten worden sind am 21. Oktober 1926. Ich glaube, es ist nicht notwendig, dass ich diese Ausführungen verlese. Sie beziehen sich auf die Auslandsverschuldung, die Dr. Schacht eben erwähnt hat, und enthalten dieselben Gedankengänge, die Dr. Schacht soeben hier vor dem Tribunal entwickelt hat, sind also Beweis dafür, dass diese Gedankengänge nicht etwa Konstruktionen ex post facto sind. Ich bitte also, ohne dass ich es verlese, von dieser Urkunde im Ganzen amtliche Kenntnis zu nehmen. Und nun zurück zur Vernehmung. Sie waren also nun zurückgetreten von Ihrem Amt als Reichsbankpräsident. Was taten Sie denn nun? Ich ging auf meinen kleinen landwirtschaftlichen Besitz, den ich besaß, und habe als Privatmann gelebt, habe aber dann eine Reise nach Amerika gemacht, die in das Jahr 1930 fällt. Und zwar bin ich kurz nach den Reichstagswahlen oder unmittelbar nach den Reichstagswahlen vom September 1930 abgereist und über London nach New York gefahren. Ich habe dort etwa 2 Monate Vorträge gehalten über Fragen, die mir
vorgelegt waren von den amerikanischen Freunden. Wann erfolgte denn nun Ihre erste Berührung mit dem nationalsozialistischen Gedankengut, mit der Partei und mit Hitler persönlich? Und wann haben Sie insbesondere das Parteiprogramm und Hitlers Buch Mein Kampf gelesen? Ich habe mich mit Ausnahme eines einzigen Males in meinem Leben um Parteipolitik nie gekümmert. Mir wurde schon in meinem 26. Lebensjahr ein sicherer Wahlkreis im Reichstag angeboten. Ich habe das ausgeschlagen, weil ich für Parteipolitik niemals Interesse gehabt habe. Mein Interesse ging immer in wirtschaftlicher und finanzpolitischer Richtung. Aber ich habe selbstverständlich für die öffentlichen Dinge stets allgemein Interesse gehabt, aus einer Anteilnahme an dem Geschick meines Landes und meines Volkes. Infolgedessen habe ich im Jahre 1919 mich an der Gründung der Demokratischen Partei beteiligt. Ich darf hier vielleicht ein paar Worte einschalten über meine ganze geistige und charakterliche Erziehung. Mein Vater ist sein ganzes Leben hindurch ein Anhänger demokratischer Überzeugungen gewesen. Er ist Freimaurer gewesen. Er ist Kosmopolit gewesen. Ich hatte und habe zahlreiche Verwandte in Dänemark von mütterlicher Seite her, in Amerika von väterlicher Seite her und stehe mit ihnen bis heute in freundschaftlichem Verkehr. In diesen Anschauungen bin auch ich aufgewachsen und habe mich von diesen Grundanschauungen einer freimaurerischen, demokratischen, humanitären, kosmopolitischen Einstellung nie entfernt. Ich bin auch weiterhin in außerordentlich engem Kontakt stets mit dem Ausland geblieben. Bin sehr viel gereist. Es gibt in Europa außer Irland und Finnland keinen Staat, kein Land, das ich nicht besucht habe. Ich kenne Vorderasien bis herunter nach Indien, Ceylon und Burma. Habe Amerika, Nordamerika wiederholt besucht und wollte vor dem Kriege gerade eine südamerikanische Reise antreten, als der Zweite Weltkrieg ausbrach. Ich möchte das hervorheben, um zu sagen, dass ich niemals parteipolitisch interessiert gewesen bin. Dennoch habe ich natürlich, nachdem in den Septemberwahlen 1930 die Hitlerpartei plötzlich und völlig überraschend auf 108 Mandate gekommen war, mich für dieses Phänomen interessiert und habe auf dem Dampfer auf der Fahrt nach Amerika Mein Kampf gelesen und dabei natürlich auch das Parteiprogramm. Als ich drüben ankam, war die erste Frage die, was ich über Hitler und die Partei meinte, weil natürlich alles von diesem Ereignis in Deutschland voll war. Ich habe damals in meiner allerersten Veröffentlichung, einem Interview, auf das Deutlichste gewarnt und habe gesagt, wenn ihr Ausländer eure Politik gegenüber Deutschland nicht ändert, so werdet ihr bald noch sehr viel mehr Hitler-Anhänger in Deutschland haben, als wie es jetzt der Fall ist. Ich habe dann auch die ganze Zeit über 2 Monate hindurch, habe ungefähr 50 Mal in öffentlichen Versammlungen gesprochen, durchaus immer wieder für Verständnis, für die Reparationsfrage und die Schäden des Versailler Vertrages, für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten Deutschlands gefunden und kam zurück mit dem Eindruck, dass die ganze amerikanische Einstellung, die Einstellung des amerikanischen Volkes uns gegenüber doch eine verhältnismäßig freundliche sei. Ich habe rein nicht von mir aus, sondern zufällig dann die Berührung mit der nationalsozialistischen, mit den nationalsozialistischen Anhängern bekommen. In der Form, dass mich ein Freund, ein befreundeter Bankdirektor, Anfang Dezember 1930 einlud,
einmal mit ihm, bei ihm in seinem Hause zu Abend zu essen und mit Hermann Göring zusammenzutreffen. Das habe ich getan und hatte von den Ausführungen und dem Auftreten Hermann Görings keinen übermäßig entscheidenden Eindruck. Er war durchaus zurückhaltend, bescheiden und ordentlich und lud mich ein, nun auch einmal bei ihm Hitler kennenzulernen. Ich habe Anfang Januar dann einen Abend mit meiner Frau zusammen bei Göring und seiner Frau zugebracht, wo auch zum Abendbrot, wo auch Thiessen, Fritz Thiessen eingeladen war. Und es bestand die Absicht, dass Hitler an diesem Abend auch kommen wollte und mit uns sprechen wollte. Ich bemerke auch hier, dass der ganze Zuschnitt der Göringschen Wohnung außerordentlich bescheiden und einfach war. Es gab eine einfache Erbsensuppe mit Speck zum Essen und insbesondere machte die erste Frau Görings einen ganz hervorragenden Eindruck. Too long? You're going a little bit too fast. Nach dem Abendbrot erschien Hitler und es entspann sich eine Unterhaltung, die sich in der Weise abspielte, dass, sagen wir, 5% des Sprechens auf uns empfiel und 95% des Sprechens auf Hitler. Der Inhalt seiner Ausführungen betraf nationale Fragen, in denen er völlig mit uns d'accord ging. Es wurden keine extravaganten Forderungen gestellt, auf der anderen Seite aber die nationalen Notwendigkeiten Deutschlands durchaus betont. In sozialer Hinsicht hatte Hitler eine Reihe von guten Gedanken, die insbesondere darauf hinausgingen, den Klassenkampf zu vermeiden, Streiks, Aussperrungen, Lohnstreitigkeiten zu beseitigen, durch einen führenden Eingriff des Staates in das Arbeitsverhältnis und in die Führung der Wirtschaft. Nicht Beseitigung der Privatwirtschaft, aber Einflussnahme auf die Art und Weise der Lenkung der Privatwirtschaft wurde gefordert. Und es schien uns, als ob diese Gedanken durchaus vernünftig und annehmbar waren. Im Übrigen zeigte er auf wirtschaftlichem und finanzpolitischem Gebiet so gut wie gar keine Kenntnisse, beanspruchte auch an dem Abend nicht, etwas nach dieser Richtung hin zu wissen. Er warb nur darum, dass wir in der Wirtschaft doch Verständnis für seine Ideen haben möchten und ihm sympathisch gegenüberständen. Das war wohl der Zweck des Abends. Ich komme auf diese erste Unterredung mit Adolf Hitler noch zurück. Ich möchte aber noch mal zurückkehren zu meiner vorhin gestellten Frage bezüglich Ihrer Einstellung zum Parteiprogramm und der Ideologie, wie sie sich im Buch Mein Kampf entwickelt. Und zwar deswegen, Sie haben ja auch hier gehört, dass die Herren der Anklagevertretung den Standpunkt vertreten, dass schon das Parteiprogramm als solches, in gewissen Teilen, aber auch Teile des Buches Mein Kampf, verbrecherischen Charakter haben. Und dass dieser Charakter auch schon gleich zu Beginn des Erscheinens des Parteiprogramms und des genannten Buches erkennbar gewesen ist. Ich möchte Sie deshalb bitten, doch noch unter diesem Gesichtspunkt Ihre damalige Einstellung, eventuell auch heutige Einstellung, zu diesem Parteiprogramm und zur Ideologie des Nationalsozialismus, soweit er sich aus dem Buch Mein Kampf ergibt, etwas eingehender Stellung zu nehmen. Ich habe aus den bisherigen Verhandlungen in diesem Saal nicht den Eindruck gewonnen, dass die Einstellung der Anklagevertreter
hinsichtlich des verbrecherischen Charakters des Parteiprogramms eine einheitliche war. Ich vermag in dem Parteiprogramm als solchem keinerlei Anzeichen für irgendeine verbrecherische Absicht zu sehen. Der Zusammenschluss aller Deutscher, der ja hier stets eine große Rolle spielt, wird immer nur aufgrund des Selbstbestimmungsrechts gefordert. Die außenpolitische Stellung Deutschlands wird nur gefordert als eine Gleichberechtigung des deutschen Volkes gegenüber den anderen Nationen, dass damit die Diskriminierungen, die dem deutschen Volk durch den Versailler Vertrag auferlegt wurden, selbstverständlich mit beseitigt werden mussten, ist ganz klar. Es wurde Land und Boden zur Ernährung unseres Volkes und Ansiedlung unseres Bevölkerungsüberschusses gefordert. Ich kann darin kein Verbrechen sehen, weil ausdrücklich hinter Land und Boden in Klammern eingefügt ist Kolonien. Ich habe das immer als eine Kolonialforderung aufgefasst, die ich lange bevor der Nationalsozialismus in die Erscheinung getreten ist, auch meinerseits stets vertreten habe. Befremdend und nach meiner Auffassung über das Ziel hinausschießend waren die Bestimmungen hinsichtlich der Ausschließung der Juden von den Staatsbürgerrechten, aber beruhigend war wiederum, dass die Juden unter Fremdengesetzgebung stehen sollten, das heißt unter derselben Gesetzgebung, unter denen in Deutschland ein Ausländer stand. Ich hätte gewünscht und habe es immer gefordert, dass man diesen Rechtsschutz den Juden unter allen Umständen auch wirklich geben solle. Man hat ihm diesen Rechtsschutz leider nicht gegeben. Im Übrigen war betont, dass alle Staatsbürger gleiche Rechten und Pflichten haben sollte. Es war das Volksbildungswesen als förderungswert hervorgehoben. Es wurde turn- und sportlich zur Hebung der Volksgesundheit gefordert. Es wurde der Kampf gegen die bewusste politische Lüge gefordert, den ja Goebbels dann nachher sehr kräftig geführt hat. Und es wurde vor allem gefördert, die Freiheit aller religiösen Bekenntnisse, und es wurde der Standpunkt eines positiven Christentums gefordert. Das ist im Wesentlichen der Inhalt des nationalsozialistischen Parteiprogramms, und ich kann nicht finden, dass darin irgendetwas Verbrecherisches liegt. Es wäre ja auch sehr merkwürdig, wenn die Welt 2 Jahrzehnte lang mit Deutschland und 1 Jahrzehnt lang mit den Nationalsozialisten dauernd politischen und kulturellen Kontakt gehalten hätte, wenn es sich hier um ein Verbrechen des Parteiprogramms handelte. Was das Buch Mein Kampf anlangt, so ist mein Urteil von Anfang an immer das gleiche gewesen, wie es auch heute noch ist. Ein in schlechtestem Deutsch geschriebenes Buch, die Propagandaschrift eines politisch stark interessierten, um nicht zu sagen fanatisierten, halbgebildeten Mannes, als den sich Hitler mir gegenüber auch in aller Folgezeit immer gezeigt hat. Es waren in dem Buch Mein Kampf und zum Teil auch in dem Parteiprogramm ein Punkt enthalten, der mir sehr zu denken gab. Das war die völlige Verständnislosigkeit allen Wirtschaftsproblemen gegenüber. Das Parteiprogramm hatte einige ganz wenige propagandistische Sätze wie den Eigennutz. Gemeinnutz geht vor Eigennutz und solche Sachen. Dann Brechung der Zinsknechtschaft, solche Redensarten, unter denen man sich natürlich absolut nichts Verständiges vorstellen konnte. Das kam auch in Mein Kampf wieder zum Ausdruck, der ja in wirtschaftspolitischer Beziehung
völlig uninteressant ist. Infolgedessen für mich auch ganz uninteressant war. Auf der anderen Seite war in außenpolitischer Hinsicht das Buch Mein Kampf für mich außerordentlich fehlerhaft, weil es immer mit dem Gedanken spielte, dass man in Europa den Lebensraum Deutschlands erweitern müsse. Wenn ich mich diese Ausführungen nicht abgeschreckt haben, nachher mit einem nationalsozialistischen Reichskanzler zusammenzuarbeiten, so aus dem sehr einfachen Grunde, weil die Ausweitung des deutschen Raums nach Osten hin ausdrücklich in dem Buch Mein Kampf davon abhängig gemacht wurde, dass die englische Regierung hierzu ihren Segen geben würde. Es war somit für mich, der ich die englische Politik sehr gut zu kennen glaubte, eine völlige Utopie und gefahrlos, diese theoretischen Ausschweifungen von Hitler etwa ernster einzuschätzen, als ich es getan habe. Ich war mir darüber klar, dass jede gewaltsame Gebietsveränderung auf europäischem Boden für Deutschland eine Unmöglichkeit sein würde und von den anderen Nationen auch nicht gebilligt werden würde. Im Übrigen hat mein Kampf eine Reihe von sehr törichten, weitschweifigen, aber auch manchmal ganz ordentlichen Gedanken. Insbesondere ist, was ich hervorheben möchte, haben mir zwei Sachen gut gefallen. Das eine war die, dass wenn man anderer Ansicht ist, dass wenn jemand in politischen Dingen anderer Ansicht ist als die Regierung, er die Pflicht habe, seine Meinung der Regierung gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Und ein anderer Gedanke war der, dass zwar an die Stelle einer demokratischen Regierung oder sagen wir besser einer parlamentarischen Regierung eine Führerregierung treten müsse, dass doch auch dieser Führer immer nur bestehen könne, wenn er der Zustimmung des gesamten Volkes gewiss sei. Mit anderen Worten, dass auch ein Führer von Wahlen des Volkes demokratischer Natur abhängig sei. Nun, Dr. Schacht, Sie haben ja nun den Eindruck geschildert, den Sie sowohl von Ihrer ersten Unterredung mit Adolf Hitler empfangen hatten, als auch aus dem Studium des Parteiprogramms und von Mein Kampf. Glaubten Sie nun, mit Adolf Hitler arbeiten zu können? Und was haben Sie überhaupt aus dieser ersten Unterredung mit Adolf Hitler für Folgerungen gezogen? Ein Arbeiten mit Adolf Hitler kam für mich persönlich ja gar nicht in Betracht, da ich Privatmann war, mich für Parteipolitik nicht interessierte und infolgedessen habe ich auch nach dieser Unterredung für meine Person und für meine etwaigen Beziehungen zu den Hitlerkreisen nicht das Leiseste getan. Ich bin ruhig wieder auf meinen Landsitz gegangen und habe privat gelebt. Für mich persönlich habe ich also gar keine Folgerung gezogen. Aber ich habe eine andere Folgerung gezogen. Ich habe schon gesagt, dass ich selbstverständlich am Schicksal meines Landes beteiligt war. Ich habe seit nach dieser Unterhaltung mich mit dem Reichskanzler Brüning wiederholt auf das Nachdrücklichste unterhalten und ihn beschworen, er möge doch bei seinen Kabinettsbildung und bei seiner Kabinettsweiterführung die Nationalsozialisten in das Reichskabinett hineinnehmen, weil ich glaubte, dass nur auf diesem Wege der ungeheure Elan, die ungeheure propagandistische Wucht bemerkt hatte, eingefangen und gebändigt werden könnte dadurch, dass man sie an praktische
Regierungsaufgaben heranführte. Man solle sie nicht in der Opposition lassen, wo sie immer nur gefährlicher werden könnten, sondern man solle sie in die Regierung hineinnehmen und sehen, was sie innerhalb der Regierung leisten könnten, ob sie sich dort nicht abschleifen würden. Das war der Vorschlag und die dringende Bitte, die ich an Brüning machte. Ich bemerke, dass Hitler dazu damals durchaus bereit gewesen wäre, nach meinem Eindruck. Brüning war für eine solche Politik unter keinen Umständen zu haben und geriet infolgedessen nachher unter die Räder. Bleiben wir mal einen Moment bei der Partei stehen. Die Anklageschrift bezeichnet Sie ja als Parteimitglied. Nun hat ja Göring bereits ausgesagt, dass Hitler die Verleihung des goldenen Parteiabzeichens nur als eine Art Ordensverleihung angesehen habe. Haben Sie dieser Aussage Görings irgendetwas hinzuzufügen, etwas Neues? Ich weiß nicht, ob es hier erwähnt worden ist, das goldene Parteiabzeichen wurde damals im Januar 37 allen Ministern gegeben, nicht nur, sondern auch den im Kabinett vertretenen Militärs. Die Militärs konnten gar keine Parteimitglieder werden. Infolgedessen war mit dieser Verleihung auch gar keine Mitgliedschaft verbunden. Das andere, glaube ich, hat der Mitangeklagte Göring hier als Zeuge ja ausgesagt. Vielleicht kann man nur noch eines erwähnen. Wenn ich Parteimitglied gewesen wäre, so wäre bei meinem Hinauswurf als Minister ohne Portefeuille im Januar 1943 ganz zweifellos das Parteigericht in Aktion getreten. Denn es wäre ja eine Insubordination gegen Hitler zutage gekommen. Ich bin niemals vor das Parteigericht gefordert worden. Und auch als mir bei diesem Hinauswurf das goldene Parteiabzeichen abgefordert wurde, hat man nicht gesagt, Sie werden aus der Partei entlassen, denn ich war gar nicht in der Partei drin, sondern hat mir eben nur gesagt, geben Sie das Ihnen verliehene goldene Ehrenzeichen der Partei zurück, was ich auch prompt besorgt habe. Ich glaube, sonst wüsste ich nichts zu den früheren Äußerungen hinzuzufügen. Also wäre die Anklageschrift in diesem Punkte unrichtig, dass Sie Parteimitglied waren? Die ist in diesem Punkte völlig unrichtig. Warum sind Sie nicht Parteimitglied geworden? Verzeihung, ich habe mich zu einer ganzen Reihe von Punkten der nationalsozialistischen Ideologie im Widerspruch befunden. Ich glaube nicht, dass es mit meiner ganzen demokratischen Einstellung vereinbar gewesen wäre, wenn ich nun das Parteiprogramm gewechselt hätte. Und zwar ein Programm, was mir zwar nicht in seinem Wortlaut, aber in der Ausführung durch die Partei im Laufe der Zeit ja doch durchaus nicht etwa sympathischer geworden ist. Sie sind also aus grundsätzlichen Erwägungen nicht Parteimitglied geworden. Absolut grundsätzlichen Erwägungen. Nun ist da von Ihnen eine Biografie von einem gewissen Dr. Reuter im Jahre 37 erschienen. Dort wird auch der Wahrheit gemäß ausgeführt, dass Sie nicht Parteimitglied waren, aber dieser Biograf erklärt Ihren Nichteintritt mit anderen, nämlich mehr mit taktischen Gründen, der Möglichkeit von außen mehr wirken zu können und so weiter. Vielleicht ist es doch empfehlenswert, da auf diese Biografie auch Bezug genommen worden ist im Laufe der Verhandlung, wenn Sie kurz hierzu Stellung nehmen würden. Ich glaube, dass Hitler damals den Eindruck gehabt hat, dass ich ihm außerhalb der Partei nützen könnte und dass davon vielleicht etwas bei Herrn Dr. Reuter durchgesickert ist. Im Übrigen möchte ich doch bitten, mich natürlich nicht für die Auslassungen des Herrn Dr. Reuter verantwortlich zu machen. Es ist ja nicht meine Auffassung. Und insbesondere möchte ich mich dagegen verwahren, dass der
Anklagevertreter, der hier die Anklage mündlich gegen mich vorgetragen hat, dieses Reutersche Buch als eine amtliche Darstellung bezeichnet. Selbstverständlich ist dieses Buch eine reine Privatarbeit eines Journalisten, den ich durchaus schätze, aber der selbstverständlich seine eigenen Auffassungen und Ansichten hat. Haben Sie sich, Dr. Schacht, vor den Juliwahlen 32 öffentlich für Hitler betätigt? Ich habe mich vor den Juliwahlen 1932, die ja Hitler den ungeheuren Erfolg brachten, weder öffentlich noch privatim für Hitler betätigt. Es sei denn, dass ein oder zweimal, an einmal erinnere ich mich, Hitler mir einen Parteigenossen schickte, der wirtschaftspolitische oder finanzpolitische, währungspolitische Pläne hatte. Und da hat ihm Hitler wohl gesagt, er möge sich mal mit mir unterhalten, ob diese währungspolitischen Pläne durchführbar seien oder nicht. Ich kann es ganz kurz erwähnen, dieser Mann war der Gauleiter Röwer von Oldenburg, der war bereits vor 32. In Oldenburg waren die Nazis bereits vor 32 zur Regierung gekommen. Und er war wohl dort Ministerpräsident. Und er wollte ein eigenes oldenburgisches Staatsgeld einführen, was dann nachher zur Folge gehabt hätte, dass auch Sachsen ein eigenes sächsisches und Württemberg ein eigenes württembergisches und Baden ein eigenes badisches Staatsgeld und so weiter eingeführt hätte. Ich habe mich damals über diese Sache sehr lustig gemacht und habe Hitler ein Telegramm geschickt, worin ich ihm sagte, mit solchen Wundern könne man die Wirtschaftsnöte des Deutschen Reiches nicht heilen. Wenn ich solchen Fall ausnehme, der ja eine gewisse private Verbindung darstellen könnte, habe ich mich weder privatim noch öffentlich in Rede oder Schrift irgendwie um Hitler und seine Partei gekümmert und bin in keiner Weise für die Partei irgendwie empfehlend eingetreten. Haben Sie denn nun im Juli 32 nationalsozialistisch gewählt? Nein, ich denke gar nicht. Die Anklage zählt nun eine Reihe von Punkten auf, aus denen Sie Ihre Anhängerschaft an die nationalsozialistische Ideologie beweisen will. Ich nenne sie Ihnen im Einzelnen und bitte Sie dann im Einzelnen zu Ihnen Stellung zu nehmen. Zunächst einmal, Sie wären ein Gegner des Vertrages von Versailles gewesen. Wollen Sie sich hierzu äußern? Es hat mich etwas in Erstaunen versetzt, diesen Vorwurf gerade aus dem Munde eines amerikanischen Anklagevertreters hier vorgetragen zu hören. Der Leutnant, der da gesprochen hat, ist vielleicht zu jung, um es noch selbst erlebt zu haben, aber er könnte es doch aus dem Unterricht wissen. Jedenfalls für uns alle, die wir es damals miterlebt haben, war es eines der größten Ereignisse, dass der Versailler Vertrag von Amerika abgelehnt wurde. Und zwar, wenn ich mich nicht irre, mit einer überwältigenden Zustimmung des gesamten amerikanischen Volkes. Und zwar aus genau den gleichen Gründen, aus denen ich den Vertrag ablehnte, nämlich weil er im Widerspruch zu den feierlich vereinbarten 14 Punkten Wilsons stand und weil er auf wirtschaftspolitischem Gebiet Unsinnigkeiten enthielt, die sich zweifellos nicht zugunsten der Weltwirtschaft auswirken konnten. Ich würde deshalb aber nicht das amerikanische Volk der Anhängerschaft an die Nazi-Ideologie bezichtigen. Die Anklage behauptet des Ferneren,
dass ich schon lange ein deutscher Nationalist, also nicht nur ein deutscher Patriot, sondern ein deutscher Nationalist und Expansionist gewesen wäre. Wollen Sie sich bitte dazu äußern? Sie haben selber durch die Hervorhebung des Wortes Patriot schon die Notwendigkeit anerkannt, sich darüber klar zu werden, was ein Nationalist ist. Ich bin immer stolz darauf gewesen, einem Volke anzugehören, das seit mehr als 1000 Jahren zu den führenden Kulturnationen der Welt gehört. Ich bin stolz darauf gewesen, einem Volk anzugehören, das der Welt Männer geschenkt hat, wie Luther, Kant, Goethe, Beethoven, um nur diese zu nennen. Ich habe unter Nationalismus immer verstanden, das Streben eines Volkes durch sittliche Haltung und durch geistige Leistung anderen Völkern Vorbild zu sein und eine Führerstellung auf geistigem und kulturellem Gebiet zu behaupten. If it please the tribunal, it seems to me we're getting very far from the relevant charges in this case, and particularly if they're going to be preceded by a statement of the prosecution's position. We have no charge against Dr. Schacht because he opposed the Treaty of Versailles. We concede it was the right of any German citizen to do that, short of war, and by means short of war. Nor do we object to his being a patriotic German, by any means short of war. The only purpose that anyone has seen in pointing out his attitude in those matters was in connection with the charge that he prepared and precipitated war. To deal with these philosophical matters separately from the war charge seems to me entirely irrelevant. And I assure the tribunal, we have no purpose to charge that it's a crime to oppose the Treaty of Versailles. Many Americans did that. It's no crime to be a German patriot. The crime is the one defined in the indictment, and it seems to me we're a long ways off on the path here and wasting time. What do you say to that, Dr. Dix? Ich habe das sehr gern und sehr freudig gehört, was Justice Jackson jetzt gesagt hat. Aber ich muss aus Wallenstein zitieren, vor Tische las man's anders. Es war ganz zweifelsfrei. Einmal habe ich sogar, weil ich glaubte, missverstanden zu haben, rückgefragt, dass der verbrecherische Charakter des Parteiprogramms, der verbrecherische Charakter des Inhalts von meinem Kampf, die schon an sich zu beanstandende und zumindest für das später begangene, etwa später begangene Verbrechen indizielle Gegnerschaft gegen Versailles, des Weiteren der Vorwurf Expansionist und Nationalist gewesen sein, bisher wiederholt in den Verhandlungen hier Dr. Schacht vorgeworfen worden ist, zur Untermauerung der gegen ihn erhobenen Anklage. Wenn also jetzt Justice Jackson in dankenswerter Offenheit, wir behaupten nicht, dass er mehr als ein Patriot, nämlich ein Nationalist in dem beschriebenen Sinne gewesen ist. Und wir argumentieren auch nicht dahin, dass aus diesen unseren Behauptungen ein Indiz folgt, dass seine spätere Mitarbeit, finanzielle Mitarbeit am Rüstungsprogramm ein indizielles Beweismittel für seinen Dolus, einen Angriffskrieg mitführen zu helfen ist, wenn das jetzt eindeutig zum Ausdruck gebracht wird von der Anklage, dann sind wir vieler Fragen, die ich an sich hier in mein Fragenkonzept aufnehmen wollte, enthoben.
und ich verzichte dann gern darauf, dieses Thema des Expansionisten, Nationalisten, über den Expansionisten haben wir ja noch nicht gesprochen, hat auch Justice Jackson noch nicht gesprochen. Ich glaube auch nicht, dass die Anklage den Vorwurf des Expansionismus, welcher ja bedeutet, einer Erweiterung des deutschen Raumgebietes in Europa zurücknehmen wird, aber wir werden ihn ja hören. Aber wie gesagt, wenn diese eben genannten Vorwürfe zurückgenommen werden, dann kann ich auf die Fragen verzichten und mein Klient kann auf die Beantwortung verzichten. Of course, I have made no such statement as Dr. Dix has assumed. My statement was clearly made in the opening and clearly is now, that he had a perfect right to be against the Treaty of Versailles and to be a German nationalist and to follow those aims by all means short of war. I do not want to have put in my mouth the very extensive statements made by Dr. Dix. Our statement was made clear in the opening. And these matters as to the Versailles Treaty and nationalism and Lebensraum as political and philosophical matters are not for the court to determine. We're not going to ask you to say whether Treaty of Versailles was a just document or not. It was a document. They had a right to do what they could to get away from it, by all means short of war. Charge against Dr. Schacht is that he prepared knowingly to accomplish those things by means of aggressive warfare. That's the nub of the case against him. Dann sind wir also dann besteht also zu diesem Punkt. Dr. Dix, I think the case for the prosecution has been clear from the outset that all these matters are only relied upon when they were entered into with the intention of making war. Sehr richtig. Aber als Indiz für den Kriegsführungsdolus und wenn Sie nicht mehr als Indiz, das heißt als indirektes Beweismittel für den Dolus eines aggressiven Krieges jetzt von der Anklage verwandt werden, worüber sich Justice Jackson noch nicht geäußert hat, kann ich auf diese Erörterung verzichten. Aber darüber scheint doch kein Zweifel zu sein. Ich glaube nicht, dass ich darin die Anklage missverstehen konnte, dass sie bei ihrer Beweisführung des bösen Trachtens Dr. Schachts auf einen Aggressivkrieg auf diese seine Eigenschaften der Gegnerschaft gegen den Versailler Vertrag, des Nationalismus, des Expansionismus in der Erweiterung von Lebensraum Bezug genommen hat. Wir wollen hier keine akademischen, theoretischen Ausführungen über die Begriffe Lebensraum, Nationalismus machen. Aber solange diese Eigenschaften, deren Berechtigung abstrakt zwar die Anklage in der Person meines Klienten anerkennt, aus denen sie aber schließt, dass sie mit ein Grund waren und ein Beweis für seinen Dolus, muss mein Mandant die Möglichkeit haben, dem Tribunal zu sagen, was er denn zum Beispiel unter Lebensraum verstand, wenn er einmal von ihm gesprochen haben sollte, was ich jetzt nicht weiß. Aber ich glaube trotzdem, dass zwischen Justice Jackson und mir noch eine kleine Unklarheit besteht und ich auch nicht ganz dem folgen kann, was eure Lordschaft jetzt gesagt haben. What you were asking about was his views upon nationalism. That's what you were asking about, his views upon nationalism. And that seems to be almost a waste of time. Ich habe ihm vorgehalten, dass die Anklage gesagt hat, er war ein Nationalist und ein Expansionist und daraus mitgefolgert hat, dass er einen Angriffskrieg plante, als er die Rüstung finanzierte. Und da muss er natürlich dartun, dass er wohl... Yes, but what Mr. Justice Jackson has pointed out is
that the prosecution have never said that he simply held the views of a nationalist and of an expansionist, but that he held those views and intended to go to war in order to enforce them. Richtig, Eure Lordschaft. Aber dass diese Ansichten mit ein Beweis dafür, mit unter anderem ein Beweis dafür waren, dass die Absicht hatte, Krieg zu führen. Also das, was wir Juristen ein Indiz, mit ein Indiz für seinen Kriegsführungsdolus waren. Und solange diese Argumentation nicht der Vorwurf, es ist kein Vorwurf, den Justice Jackson jetzt mehr erhebt, es ist eine Argumentation der Anklage, solange die Anklage, die Argumentation, deine expansionistische... There's no issue about it. He agrees that he did hold these views. Therefore, it's quite unnecessary to go into the fact. The prosecution say he held the views. He agrees that he held the views. The only question is whether he held them with the innocent intention of achieving them by peaceful methods, or whether he had the alleged criminal intention of achieving them by war. Ich möchte hierzu nichts mehr sagen, nur das eine. Expansionismus ist noch nicht erörtert. Denn sollte Dr. Schacht expansionistische Bestrebungen gehabt haben, so würde Justice Jackson bestimmt nicht sagen, dass das nicht beanstandet. Deshalb... Dr. Dix, I think that you may ask him questions about the expansionists, his ideas of what expansionists were, what he meant by expansion. But for the rest, it seems to me that you're simply proving exactly the same as the prosecution have proved. Entspricht durchaus meiner Einstellung. Also, Dr. Schacht, waren Sie ein... Nachtisch den Expansionismus. Sehr schön. Hello recording, time out for chow. Aber Sie haben es nicht. Sie haben es nicht.